ich habe mich sehr gefreut auf dieses Fest der Kulturen der HTW. Das erste Mal dieses Fest der Kulturen am Bodenbühl. Die HTW hat ja eine Verantwortung wahrgenommen als Hochschule in der Stadt, schon im Stadtteil Alzerbrücken. Jetzt ist das hier in einem anderen Stadtteil. Ich denke, es ist ganz toll, dass hier so viele Studierende aus vielen Nationen mit dem Stadtteil zusammenkommen. Es gibt viele kulturelle Angebote, es gibt auch kulinarische Angebote. Wir feiern heute das erste Fest der Kulturen. Es war eine lange Vorbereitungszeit. Wir haben insgesamt 8 Monate lang vorbereitet. Wir waren über zwei Semester und die Studierenden haben jetzt wirklich super viel Engagement auch gezeigt und viel Motivation. Also insofern hat es trotz der vielen Arbeit schon sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns einmal die Woche vor Ort getroffen. Die ganze Woche über haben wir aber auch per E-Mail kommuniziert und das hat wunderbar geklappt. Die Idee für das Fest ist eigentlich vom Impuls her von unserem Dekan, von Professor Hütter gekommen, der das Fest in Alzerbrücken, HTW trifft Alzerbrücken, so schön fand und gesagt hat, dass sowas könnten wir hier am Roten Bühl eben auch gebrauchen. Und dann war es naheliegend, dass die Kulturmanager damit starten, damit auch noch ein bisschen Kunst und Kultur reinkommt. Habe ich dann noch so ein paar Programmpunkte diesbezüglich einfließen lassen. Und inzwischen ist es zu einem sehr, sehr runden und auch sehr abwechslungsreichen Programm geworden. Das Fest der Kulturen ist ganz bedeutend für den Stadtteil Rodenbühl, weil das Fest einfach die Menschen zusammenführt, zeigt, was es an Veranstaltungen hier gibt. Es zeigt, welche Institutionen sich hier befinden. Es macht einfach sehr viel Freude. Es zeigt die Lebendigkeit hier im Stadtteil. Und was ich halt wirklich wichtig finde, ist, dass es zeigt, wir haben über 150 Kulturen in dieser Stadt und auch in dem Stadtteil Rotenbühl. Und das zeichnet dieses Festival aus. Ja, es dauert halt, bis man sich als Gruppe aneinander gewöhnt hat. Gerade wenn man so von aus unterschiedlichen Richtungen kommt, auch die Studierenden eine sehr heterogene Gruppe sind. Aber zum Ende hin, was man an dem Fest sieht, an dem großen Erfolg sieht, hat sich die Gruppe gut gefunden und ein gemeinsames Ziel verfolgt und auch erreicht. Wir assoziieren mit diesem Fest, dass einfach die Menschen auch die Möglichkeit haben, verschiedene Kulturen kennenzulernen und dass wir auch vor allem unser tunesisches Essen ein bisschen vorstellen können, weil wir eigentlich anfangs die Idee hatten, mit dem tunesischen Essen unterwegs zu sein. Nur kommt das ein bisschen schleppend an bei den Leuten, weil sie sich ja nicht so ganz trauen. Deshalb ist das eine gute Gelegenheit für uns.